sind wieder, Ela von Wolli Schiebling. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich habe heute den Hyperkin wieder dabei zu einer neuen Folge von Ela zockt mal eben kurz an. Und ich habe dabei ein Gameboy-Spiel namens Bad and Red Skate or Die. Ich habe es nie gespielt. Ich schau mal rein. Wir starten die Motoren. Bam! Ich setze Ohren auf, damit ich Sound habe. Mucke, um genau zu sein. So, er blinkt rot. Und. Ja, er ist da. Wie schön. Von Palcom Software. Ja, dauert etwas. Skate or Die. Bad and Red. 1991 von Konami. Konami. Ach, was ist die ganze Geschichte? Oh. Electronics Art. Bad and Red ist a trademark of Konami Inc. Okay, mein Freund. So. Start. Push. Start. Okay. Stage. One. Oh, ein Totenkopf. Mit Helm. Hat ihn wohl nichts genutzt? So. Highscore. Player. Hüpfen. Okay. Mein Gott. Donner. Was geht hier ab? Ey, schmeiß mit mir. Oh, das war zu früh. Okay. Naja. Das ist ja hier. Nach wie vielen Sekunden habe ich mein erstes Sterbi. Das wäre dann schon mal Nummer 1 gewesen. Schneller. Danke. So, hier runter. Und hüpf. Sehr gut. Macht nur einmal den Fehler. Hopp. Skateboard. Hatte ich auch. Ducken. Was sind denn nun Ducken? Mein Gott. Okay. Also so Berge bin ich nie runtergefahren. Immer in Sitzen. Das war gemein. Oh, vom Anfang. Okay. Nochmal. Oh. Schreck dich doch nicht jedes Mal vor denselben Dingen hier. Okay, schneller. Geht es schneller? Ich glaube nicht. Tipp. Okay, man kann hier das definitiv auswendig lernen. Sehr gut. Tipp. Hier kommt noch ein Hund. Habe ich nicht gekriegt. Danke dafür. So. Ich habe das Leben. Ja. Habt ihr das gesehen? Der Vollprofi. Autsch. So. Okay. Nochmal. Jetzt habe ich das Leben gekriegt. So. So langsam habe ich den Dreh raus. Erzähl ich das nie gespielt habe? Also man kommt sehr schnell rein in das Spiel. Ich finde auch von der Grafik her ist das recht fluffig. Steuerung ist auch in Ordnung. Schneller. Dumm. Schneller. Und ich habe den Hund vergessen. Den zweiten Hund auch. Wenn man einmal raus ist. So. Ich weiß nicht, was der Techniker auf der linken Seite macht. Aber der Sound gehörte definitiv nicht hier rein. Ich hab's geschafft. Ha! So. Nein, guck nicht. Ach, Mann. So. Muss ich denn echt mit dem Skateboard hier anspringen? Oh, wo bin ich? Boah. Oh, was geht hier? Wo bin ich? Wie krank ist das denn? Was hat mich da erwischt? Ein Yoshi-Ei? Game over? Von Yoshi-Ei getötet?
in ein Skateboard-Spiel? Das muss ich nochmal machen. Wartet. Leute, das schreit hier nach einer zweiten Chance. Nochmal Stage 1. Starte. Hüpfen. Und los. Okay. Fass. Tonne. Blumentöpfe. Hui! Okay. Hüp, 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 hüp. Mau. Blumentöpfe. Ducken. Hund. Hund. Nicht gut. Haben wir. Okay. Und top. Nein, habe ich nicht gekriegt, das Leben. Aber ich habe überlebt. Oha! Okay. Nochmal. Ich will nur meine kranke Level. Nicht noch einmal. Habt ihr das hier gespielt, das Spiel? Was ist das eigentlich? Das erinnert mich so ein bisschen an... Hund! Crash Dummies. Das hat da auch den gleichen Flow irgendwie gehabt. Oh nein, das war zu früh. Oh, ich hab's gefühlt. Komm, einen noch. Player... Ein noch. Komm schon. Hopp. Und hopp. Eine gewisse Ähnlichkeit wie die Crash-Dummies hat ja das Mannequin. Mit dem Helm. Huch! Man sollte springen. Habe ich noch einen Versuch? Ja. Der Techniker liest gerade was. Deswegen kann ich noch einmal starten, bevor er es merkt. Weil es ist ja nur kurz angezockt. Aber ich schaue noch mal. Macht Spaß. Ja, wirklich, macht wirklich Spaß. Es hat wirklich so ein Reiz, das Spiel. Ich habe jetzt neulich ein Spiel gespielt, da hat es überhaupt gar keinen Reiz gegeben, das zu spielen. Und bei diesem hier ist es tatsächlich so, dass man hier was schaffen möchte. Verdammter Hund. Dass man hier was schaffen möchte. Aha, habt ihr das gesehen? Alles eingesammelt, was geht. Ah, verdammt. Ducken. Oh, haha. Sehr gut. Haha. Und tipp. Und. Hehe. Hehe, sehr schön. Guck mal da. Hier im kranken Level wieder. Okay. Boah, sogar die Melodie ist krank. Oh, nicht der... Oh, was soll denn das? Oh nein. Komm bitte, lass mich wieder am Anfang starten. Also am Anfang von diesem kranken Level. Ja. Okay. Und, oh. Oh, oh. Deswegen heißt das Skate or Die. Ich die. Ach Mann. Ich wurde von einem Yoshi-Ei getötet. Was macht ein Yoshi-Ei hier? Ein Versuch habe ich noch. Und los geht's. Dumm. Ball. Ball. Hehehehe. Fluff, fluff, fluff. Ball. Hätte ich springen müssen. Ja. Ha. Ja. Oh, wer ist das? Ist das ein Clown? Oh. Wie gruselig ist das? Muss ich das auch mit dem Skateboard machen? Ich wurde von einem... Erst wurde ich von einem Yoshi-Ei ständig getötet. Und jetzt von einem Clown. Und das alles als Skateboardfahrer. Ist etwas eigenartig. Also die Story ist dünn. Aber es macht Spaß. Hm. Was habt ihr zu dem Spiel? Ich finde es witzig. Ich werde es doch jetzt ein paar
mal noch spielen. Ich will auf jeden Fall den Clown noch besiegen. Schreibt mir in die Kommentare. Lasst mir ein Like da. Vielleicht ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel wieder. Tschüss.